Ja, willkommen zu unserer dritten Folge von Auf ein Bit mit, nach den zwei Wahlsaarländern Patrick Franziska und Isabel Lohau, jetzt mit einem waschechten und noch gebürtigen Saarländer. Hallo, Etienne Kinsinger. Hallo, freut mich. Was darf ich dir zu trinken anbieten? Ich würde gern das 00er isotonische Pilz nehmen, bitte. Pilz. Jawohl. Dankeschön. Ich gehe zum Radler Naturtrüb. So, erstmal Prost. Prost. Ja, Etienne, ich habe es gerade schon gesagt, gebürtiger Saarländer, du bist in Püttlingen geboren, du ringst auch dort für den KSV Köllerbach sehr erfolgreich. Ist das Saarland für dich auch das schönste Bundesland der Welt? Ja, also ich sag mal, ich habe noch nicht viele andere Bundesländer gesehen, von daher, oder beziehungsweise da gelebt. Ich bin, seit ich klein bin, wie gesagt, hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Es gibt auch andere schöne Bundesländer, aber ja, also ich bin sehr zufrieden, hier zu wohnen und zu leben. Die Heimat ist ja immer am schönsten. Genau. Was zeichnet für dich das Saarland und auch hier so der Standort an der Hermann-Neuberger Sportschule aus? Ja, ich denke, das ist die alte Floskel, aber im Saarland kennt jeder jeden. Das ist irgendwo schon ein großer Vorteil. Wir haben kurze Wege, was auch ein sehr großer Vorteil ist, auch vor allem hier am Stützpunkt. Würde ich schon sagen, dass das ein Punkt ist, der fast einzigartig ist. Also ich kenne keine andere Sportschule, wo Uni, Training, Wohnmöglichkeiten so nah aneinander gestrickt sind. Und das ist schon, was den Zeitfaktor angeht, hier was ganz Besonderes. Das denke ich auch. Bei der Europameisterschaft Ende März bist du ja im Halbfinale leider gescheitert, dann im Kampf um Platz 3 leider auch eine Niederlage einstecken müssen. Welche positiven Dinge konntest du vielleicht trotzdem noch mitnehmen aus der EM? Ich denke, dass die EM dieses Jahr für mich insgesamt eigentlich sehr gut war. Was die Leistung angeht, die Platzierung hinten raus, ist natürlich sehr bitter. Mit dem 5. Platz dann, wenn man im Halbfinale steht, aber ich habe im Viertelfinale den amtierenden Weltmeister geschlagen. Das zeigt auch irgendwo, dass die Form gestimmt hat und dass ich auf dem richtigen Weg bin. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, 2, 3 so solcher Leute zu besiegen und dann hoffe ich, dass es mit einer Medaille demnächst klappt. Im Ringen kommt es ja generell immer extrem auf die Tagesform an. Ne? Ringen ist aus meiner Sicht schon eine sehr starke Tagesformsportart. Auch von der Konstellation her, welche Gegner man bekommt, da kann schon viel passieren, dass sich andere gegenseitig ausschalten und man dann einen richtigen Gegner erwischt, dem einem liegt. Nichtsdestotrotz ist es wie in anderen Sportarten auch, ohne die nötige Fitness und ja, das nötige Quäntchen Glück vielleicht auch, ist nicht viel, nicht viel drin. Aber ja, man kann, denke ich, im Ring auch an einem sehr guten Tag immer weit nach vorne kommen. Mhm. So einen großen Traum Olympia hast du dir letztes Jahr schon erfüllt. Wie präsent sind die Erinnerungen an Tokio noch? Ja, also ich sag mal jetzt, ich stehe jetzt nicht auf und denke jeden Tag an Tokio. Es geht eher in Richtung nach Paris momentan. Aber natürlich, ich sag mal, es waren unglaublich viele Erinnerungen, die man da sammeln konnte, Eindrücke, die ich sonst noch nie erlebt habe, allein das olympische Dorf schon und auch Japan an sich. Sehr freundliche Menschen dort. Ist natürlich immer sehr, sehr schön, wenn man daran zurückdenkt. Aber wie gesagt, der Fokus jetzt mittlerweile geht in die andere Richtung. In Paris, immer nach vorne. Trotzdem noch einmal zurück zur Qualifikation für Olympia. Du hast ja ganz spektakulär mit dem Eichhörnchensprung erst ganz, ganz kurz vor Schluss geschafft. Wie oft hast du dir das Video mittlerweile angeschaut von der Aktion? Das habe ich mir schon öfters angeschaut, ja, ganz, ganz bestimmt. Ja. Vor allem unmittelbar danach. Das war schon ein Moment, der einzigartig ist, der auch in der Konstellation mit so einer Sache danach, mit so einer unwahrscheinlich schwierigen und sehr selten funktionierenden Technik eine Qualifikation zu holen, war dann schon auch bis jetzt das Beste, was mir im Ring so passiert ist, kann man wirklich so sagen. Und daher, das Video ist auf meinem Handy, ist im Internet und das wird schon ab und zu mal angeschaut. Jetzt hast du Paris ja eben schon angesprochen. Jetzt ist der Olympiazyklus durch die verlegten Spiele in Tokio verkürzt auf nur 3 Jahre. Es sind jetzt nur noch 2 Jahre. Was verändert sich so auf dem Weg nach Olympia durch den verkürzten Zyklus für dich? Ich würde sagen, nicht allzu viel eigentlich. Ist natürlich ein Jahr weniger Training oder Zeit jetzt, sich vorzubereiten, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise normalerweise ein Jahr nach Olympia. Ich sag mal, ich war jetzt noch nicht auf Olympia, aber es ist normalerweise so, ist das nacholympische Jahr so ein bisschen ein Durchgangsjahr. Da wird jetzt noch nicht zu 100% dann Vollgas gegeben normalerweise. Da kann man auch mal ein bisschen Luft dran lassen. Das ist jetzt dieses Jahr weggefallen. Da wird es jetzt schon, ja, es ist jetzt schon mehr oder weniger wichtig, auch sich national zu platzieren, zu zeigen, wo steht man ungefähr, auch international nochmal ranzukommen.
Man hat eigentlich mehr oder weniger keine Zeit zu verlieren jetzt in diesem Zyklus. Muss aber auch nichts Schlechtes heißen. Also ja, geht es recht schnell. Und das heißt, man muss auch schnell gucken, dass man seine Form bekommt. Mhm. Und dieses Ziel Paris hatten, dieses Ziel Paris hatten wir auch schon mit Patrick, Franziska und Isabel Lohau. Für dich bedeutet aber Paris jetzt nicht nur die Nähe zum Trainingsstandort, sondern auch wirklich zu deiner eigenen Heimat. Ist das wirklich was ganz Besonderes für dich im Prinzip? Ja, fast vor der eigenen Haustür Olympia? Ja gut, es ist kein Olympia in Saarbrücken, aber natürlich, ich sag mal, wenn eine Qualifikation oder wenn ich da ringen sollte, was ich natürlich hoffe, könnten natürlich sehr, sehr viele Fans und auch Familie, Freunde dahin hinkommen und das ein bisschen auch zu saarländischen Spielen machen natürlich. Ja, wäre was Besonderes auf jeden Fall. So, bis dahin steht ja noch einiges an Training an. Wie sieht so eine typische Trainingswoche bei dir hier in Saarbrücken aus? Oh, das ist unterschiedlich. Jetzt, wenn ich jetzt momentan so sehe, dann würde ich sagen, dass wir morgens jetzt immer eine Ausdauer- oder eine Krafteinheit machen. Jetzt heute Morgen ist zum Beispiel ein Lauf dran und dann werden noch ein bisschen Stabi-Übungen machen. Abends gehen wir meistens auf die Matte, viermal die Woche. Mhm. Und ja, das ist immer der Mix zwischen allgemeinen Einheiten morgens und spezifischen Matteneinheiten am Abend. Wie viele Stunden in der Woche trainierst du ungefähr? Ja, ungefähr 20. Ungefähr also Ring ist eine intensive Sportart, sag mal, die Tischtennisspieler oder vielleicht auch Turner oder sowas, die sind sehr viel zeitintensiver, was das Training angeht. Bei uns ist eher die Einheiten an sich intensiv, von daher ist es gar nicht mal so zeitaufwendig, aber trotzdem sehr intensiv. Kurz, aber knackig, genau. Die Einheiten. Ein großes Thema im Ringen ist ja auch die Gewichtssteuerung. Kannst du mal so für die Leute, die jetzt nicht aus dem Ringen kommen, so ein bisschen erklären und erzählen, wieso die Gewichtssteuerung bei dir vor und noch nach einem Kampf läuft? Ja, also es gibt im Ring halt die Wettkampfphasen, in denen man halt einfach sein Gewicht bringen muss. Und dann wird im Vorfeld schon, früh im Vorfeld, dann auf Ernährung geachtet und Gewicht reguliert. Ich sag mal, ich habe im Normalfall deutlich mehr Gewicht, als ich dann auf einem Wettkampf kämpfe. Und da muss man halt dann schon schauen, dass man sich so ernährt, dass man die Grundmasse schon ein bisschen nach unten bekommt. Und im Ring ist es halt auch dann so, dass man hinten raus ein bisschen Wasserverlust noch in Kauf nehmen muss, um das Gewicht halt zu bringen. Ist eine komplexe Sache, in die man sich auch einarbeiten muss. Wir haben da ärztliche Hilfe, auch Ernährungsberatung, um das auch möglichst gut bewältigen zu können. Mhm. Bei Olympia bist du ja eigentlich in der normalen Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm gestartet, bei der EM jetzt aber bis 63 Kilo. Und du willst immer wieder zurück in deine angestammte Gewichtsklasse? Ja, oder? Also die EM war jetzt 63 Kilo, das ist eine nicht-olympische Gewichtsklasse. Das haben wir deshalb gemacht, weil ich auf 60 halt schon viel abnehmen muss. Und dann haben wir gesagt, okay, Anfang des Jahres lassen wir ein bisschen Luft auch an den Körper ran und müssen nicht ganz so viel abnehmen. Aber jetzt in der WM, die dieses Jahr noch kommt, will ich auch wieder 60 kämpfen, ja. Okay. Jetzt hat dein langjähriger Trainer Frank Hartmann ja kürzlich vom LSVS die Auszeichnung bekommen für sein persönliches Lebenswerk. Hier die Halle, in der wir gerade sitzen, wird noch umbenannt in die Frank-Hartmann-Ringer-Halle. Wie war so dein Verhältnis oder ist auch heute noch dein Verhältnis zu Frank Hartmann? Sehr gut. Ich habe dem Frank sehr viel zu verdanken. Hat mich, als ich Kadett war, glaube ich, mit 16 oder so, seitdem habe ich hier trainiert mit ihm. Mhm. Ja, hat mir sehr viel gezeigt, er hat sehr viel Herzblut in mich gesteckt. Als ich jetzt die Quali geholt habe, hat er sich am meisten gefreut und noch viel mehr als ich. Von daher, das denke ich, zeigt schon viel auch, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben und auch heute noch, wenn er jetzt hier nicht mehr immer in der Ringerhalle ist. Durch den Namen ist er jetzt irgendwie doch immer noch mal präsent, aber ja, wir haben immer ein tolles Verhältnis gehabt und haben es auch weiterhin. Mhm. Jetzt hatten wir eben schon das große Fernziel Olympia, aber welche Ziele hast du in diesem Jahr jetzt noch kurzfristig? Ja, also ich will auf jeden Fall auf der Weltmeisterschaft ringen dieses Jahr. Ja, wird man schauen, die sind im September. Da laufen die Vorbereitungen jetzt schon und ja, da will ich ringen und dann auf jeden Fall auch ein gutes Ergebnis erzielen. Das hoffen wir für dich. Zum Schluss von unseren Folgen hier machen wir immer so ein kleines Entweder-Oder. Das machen wir jetzt auch mit dir. Einfach so spontan wie möglich antworten. Okay. Pizza oder Nudeln? Pizza. Pizza. Instagram oder Facebook? Instagram. Sauna oder Eisbad? Sauna. Bist du ein bisschen der Saunameister hier, oder? Nicht mehr ganz. Aber ja, ich mache es immer noch gern, aber es hat sich durch Corona, hat sich das leider, weil oben die Sauna zu war, ja, hat sich ein bisschen verlaufen, aber das wird mal wieder Zeit, dass wir das wieder einführen. Ich habe gestern voller Spaß deine Instagram-Highlights aus der Sauna angeschaut.
der Poetry Sunday. Genau. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Dann bleiben wir beim Schwitzen oder Frieren. Sommer oder Winter? Ja, Sommer. Sommer. Film oder Serie? Eher Serie, aber ich muss sagen, ich bin kein großer Netflix-Typ. Nee. Was machst du so in deiner Freizeit? Wenn ich Fernsehen oder so schaue, meistens Sport. Also Sport. Ich bin sehr okay. Sportbegeistert, ja. Dann früh aufstehen oder spät ins Bett gehen? Also dann eher spät ins Bett gehen, wobei ich das jetzt auch weder noch eher sagen würde. Also ich bin nicht so gerne der früh aufsteht, aber ich gehe jetzt auch nicht nachts um drei ins Bett. Also okay. Ich denke, es hält sich die Waage irgendwo. Okay. Dann, jetzt machst du ja beides, aber was macht dir mehr Spaß, Ausdauer oder Krafttraining? Ausdauer tatsächlich. Ja? Ja. Weil ich gelesen habe, dass du, was die Kraftwerte angeht... Ja, das also stimmt. Meine Kraftwerte sind sehr gut, aber ich mach's nicht gern. Okay. Dann die letzte Frage, Frühstück oder Abendessen? Frühstück. Frühstück ist Lieblingsmahlzeit. Ja. Etienne, wir wünschen dir in diesem Jahr, aber auch mit dem Fernziel Paris ganz, ganz viel Erfolg und wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Danke. Vielen Dank. Dankeschön.